Hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nitro 2033 in der Redux-Version. Und ja, in der letzten Folge haben wir den guten Khan kennengelernt. Und der hat uns ein bisschen geholfen, nachdem wir, oder auch kurz bevor wir den guten Bourbon verloren haben. Der wurde von Banditen angegriffen und der hat uns quasi bei der Befreiungsaktion geholfen, leider. Hat es das uns nichts gebracht. Der gute Bourbon ist tot und jetzt ziehen wir mit Khan durch gruselige Tunnels mit sämtlichen Visionen und hast du nicht gesehen. Ja, es wird spannend, es bleibt spannend und ich bin auch sehr gespannt. Und ab dem letzten Speicherpunkt geht es jetzt weiter und mal gucken, wo er uns hinführt. Also, ne, lieber Khan, dann geh mal los. Ja genau, jetzt kommt hier der Zug. Geist dazu. Ich wundere mich echt tierisch, was hier passiert ist. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Aber warum? Warum durchlebt der Tunnel seine Vergangenheit? Das würde mich gerne interessieren. Ja, ich bin unterwegs. Bin direkt hinter dir. Mach dir mal keine Sorgen. Schön im Jogging-Schritt. Also ich würde dir sagen... Ach du Scheiße, was ist das denn? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Oh Gott. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja, ja, mach ich. Geh doch einfach mal weiter. Ich folge dir gerne, aber... Castone lapio asterium alom rom om alom rom om. Irgendwie gruselig. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich. Aha. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Sei mal froh, dass sie dir nicht böse sind, du. Es gibt auch rachsüchtige Geister. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nur einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Kommt drauf an. Kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Ratten? Da ist Munition, finde ich nett. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Es wird immer ekliger. Vor allem wird es immer grüner. Ich hoffe, es wird bald wieder mal ein bisschen freundlicher. Oh, was passiert? Passiert. Khan, was... Warum fluchst du hier einfach rum? Hör auf mit dem Mist. Hier ist eine Tür. Geht nicht auf. Ist das eigentlich noch was? Ich bin schon still. Wir schleichen. Ja, wir schleichen, genau. Hä? Oh, ich höre was hecheln. Konzentrieren. Und wer macht die Tür auf? Ich oder was? Du hast doch einen Sockenschuss. Weil
Hier kommt aber auch nie eine Tür. Haben wir sie? Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Von der was? Was redest du eigentlich die ganze Zeit? Und hör auf, so Mist zu reden, ich krieg Angst. Oh, Radioaktivität. Ja, ich setz mal hier lieber meine Maske auf. Das ist eine Lampe, okay. Ich dachte, was hätte ich denn da Geiles eingesammelt? Ein Schuh. So, Maske ab. Ja, nicht sauber machen, Maske abnehmen. Oh, ihr seid echt arme Säue. Ja, da bist du. Ich komme sofort. Ich will nur nichts versäumen. Wer weiß, wann ich das mal brauche, was ich hier finde. Ah, Spinnen überall, Spinnen. Bäh. Gehen wir. Ja, wegen mir. Halle, hopp. Wo führst du uns hin? Konzentrieren. Ja, ich bin konzentriert. Bin wahnsinnig konzentriert. Da, du liegst ja auch schon länger, ne? Ja. Oh, ein Karton. DL war auch hier. So. Weitergehen. Komm. Oh, da liegt noch einer. Ich glaube, hier kommt gleich noch was auf uns zu. Habe ich nachgeladen? Habe ich. Gut. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Hä? Nicht bewegen. Was ist das? Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich da nur hereingeraten? Ich hatte ein so schönes Leben in meiner kleinen Station. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Aha. Und was macht es? Ach du heilige Kacke. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Und mein Akku ist leer. Hier ist es nicht sicher. Eine abgesägte Schrotflinte. Ich überlege gerade, ob ich die als anstatt meiner Pistole nehme. Ich glaube, das mache ich sogar. Was denkst du denn darum? Mal kurz hier reinlinsen. Nichts zu holen. Da bist du, Kahn. Da ist gerade das Vieh hergeflogen, ne? Boah, was ist denn hier passiert? Ja, du hast deinen Kopf verloren. Ist schon komisch, dass die alle hier schon Skelette sind und der hier noch, naja, voll intakt quasi. Ach, Scheiße. Was? Scheiße? Hör auf, rumzuscheißen. Besuch. Achtung, die Viecher kommen zurück. Der ist... Ach du Kacke, da sind sie. Schon gemerkt, es kommt immer mehr als eins. Wie schnell. Du bist ganz schön.
Ganz schön flink, Hunter. Du kennst dich aus bei der Nummer. Alles klar. Ich bleib an dir dran. Und unterstütze sie einfach ein bisschen. Schatte! So, dann gibt's jetzt wieder Schrotze. Hier, hier ist mehr Schuss drin. Bam, bam. Alter, was ist denn hier los? Oh, tot. Oh nein. Alter, wie viele waren denn das? Leckt mir an eine Wurst. Dieses Spiel ist auch echt gnadenlos. Ich glaube, da kann ich machen, was ich will. Es ist und bleibt eine Katastrophe. Okay, 6 Schuss in den. Okay, du machst die von der Ferne fertig. Ich versuche den Nahkampf. Du zielst auch viel besser als ich, Kollege. So, schnell nachladen, da kommen gleich noch mehr. Ja, das wissen wir. Halt dich lieber bereit. Räumen wir schön auf da vorne. Ach, du machst das super. Ich wollte mich da einmischen. Schön Schrot ins Gesicht. Du bist der Tank und ich bin der Unterstützer, oder was? Ah, so sieht das schon geordneter aus. Komm, mach den weg. Dann helfe ich dir bei ihm hier. Komm. Zack. 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 Alter, treffe ich die Viecher überhaupt? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. War es das jetzt? Och, ach, jetzt kommt das Vieh wieder, oder was? Brennen. Boah. Ja, das ist mal nett. Boom. Mit riesen Explosion am Ende. Geilo. Alter. Woher wusstest du das? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, war nett. Gehen wir weiter? Ich will hier weg. Was leuchtet denn da? Kommt da die Anomalie her oder was? Wäre natürlich. Wir gehen da auch noch hin oder wie? Jetzt bin ich aber auch neugierig. Ich bin immer neugierig. Das sind diese komischen Pilzviecher, ne? Die so leuchten. Pfeile. Nehmen die mal mit. Wer weiß, wozu es gut ist. Da ist auch noch einer drin. Und Geld. Cool. Beziehungsweise Moon. Geld gibt es ja hier nicht mehr. Hier bezahlt man ja mit Moon. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Ich habe einen neuen Eintrag. Habe ich gar nicht gesehen. Was bist du denn für ein Gerät? Aha. Eine Automatik oder sowas, ne? Eine Einhandautomatik. War das gut, dass ich meinen Revolver abgegeben habe? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke erstmal Tabulatortaste. Ach, die Nummer ist schon durch. Dann muss ich mal einen anderen Weg gehen. Tagebuch. 1 und 2 haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Nee, oder? Oberfläche, verblasste Fotos. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die überhaupt schon gelesen habe. Eintrag 2 kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Ich lese es einfach nochmal. Wenn ich es doppelt gelesen habe, tut es mir leid. Es gibt nur einige wenige Änderungsfetzen, an denen mein Leben an der Oberfläche. Wie verblasste Fotos. Und ich kann mich an die Züge
erinnern und die Schienen entlangfahren und die Tunnels mit ihrem Lärm und Licht erfüllen konnten. Im Fenster voller lächelnder Menschengesichter. Für mich sind diese Züge nur Wracks der alten Welt. Waggons, in denen wir wohnen, deren komplexe Technik zerlegt wurde und zu nutzlosem Schmuck zu werden. Unsere neue Welt steht auf den Trümmern der alten Welt. Unsere Vorfahren sind nicht wirklich tot. Es ist, als ob sie noch anwesend sind. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Unsichtbar und ständig beobachten, nicht in der Lage, ihren Frieden zu finden. Ja, nee, das haben wir schon gelesen. Ich erinnere mich gerade. Aber Eintracht 3 hatten wir noch nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich Kahn zuerst für einen Verrückten gehalten. Dann bekam ich Angst vor ihm. Verständlich, bei den Geschichten. Jetzt bewundere ich ihn. Es gibt Dinge in der Metro, die das Auge nicht sehen kann. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht da sind. Wenn Kahn mich nicht durch diese seltsamen Ausläufer der Metro geführt hätte, wenn er mir nicht geholfen hätte, die unsichtbaren Hürden zu überwinden, mich nicht von ihren geheimnisvollen Gefahren gewarnt hätte, dann wäre meine Reise schon vor langem zu Ende gewesen. Es ist ein Wunder, dass ich an ihn glaube, dass ich an ihn glaubte und ihm meine Geschichte erzählte. Ich habe so viele Fragen an ihn und er scheint alle Antworten zu kennen. Also, er scheint sowas wie ein Jedi zu sein. Habe ich so das Gefühl, wahrscheinlich läuft das jetzt darauf hinaus, dass ich sein Padawan werde. Ja, die ist doch randvoll. Da muss doch was drin sein. So. Geh mal weiter. Bevor hier die Kacke wieder dampft. Licht machen wir aus. Licht machen wir an. Nee, Schutz im Licht, ne? Licht lassen wir an. Licht ist immer gut. So, jetzt sind wir wieder in einer Lore. Dieser hat nur einen Elektroantrieb und das geht so in die Hose. Ich weiß das jetzt schon. Ja, dann gib mal Gas, Kollege. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Ja, ich weiß nicht, was mir helfen kann. Ich lass mich überraschen. Ich habe echt keine Ahnung. Irgendeiner wird uns schon helfen. Ja, er steht schon auf. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Verfluchte Station. Nee, du hast recht. Das ist. Klingt alles sehr zuverlässig. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Ja, das klingt aber sehr sicher. Warum lebt man denn da? Warum geht man nicht in einige der anderen Stationen? Na, gehen wir, ja, klar. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Ja, wir auch. Komm, hierher! Was? Da. Hi. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Na, finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Na, du machst mir Mut, mein Freund. Ich höre Babys schreien. Weiß gar nicht, woher. Aber nichtsdestotrotz, diese glorreiche Heldenaufgabe, die ich am liebsten anderen überlassen wollte, überlasse ich lieber meinem Zukunfts-Ich, und zwar in der nächsten Folge. Da kommen schon die ersten. Ja, und zwar in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich erstmal und ja, packen wir es dann beim nächsten Mal an. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.